Ja, Leute, hallo und willkommen zum neuen Video. Heute mal wieder ein kleines Haul, aber mal was ganz anderes als sonst. Wird wahrscheinlich irgendwie von mir in den Titel untergebracht werden. Und zwar habe ich mal jetzt etwas gemacht. Gar nicht, weil ich das als Idee hatte, sondern aus einem Anlass, dass ich sowieso was auf Bricklink bestellen musste. Und dann habe ich einfach mal gedacht, ey, wir können ja mal gucken, können wir denn für unseren Bricklink Store auch Sachen kaufen auf Bricklink und die dann einstellen? Dass wir da natürlich kein 3,0er Part-Out Value rauskriegen. Ist logisch, oder keinen 3-, 4-, 5-fachen Gewinn machen, ist klar. Aber warum das doch Vorteile hat und warum ich denke, dass man das zwischendurch mal machen sollte, und ich habe das mal in der Vergangenheit gemacht oder machen könnte, nicht sollte, könnte, wollte ich einmal in dem Video zeigen. Vorher gehen wir natürlich auf noch ein paar andere Sachen ein, die ich bestellt habe. Einmal, ich hatte da schon Community-Post gemacht, die Stanley-Magazine gibt es aktuell wieder mit einem ordentlichen Preis. Und gerade wo ich ja hier diese Wände am Erweitern bin, ist das definitiv nicht schlecht zu kaufen. Amazon sagt 41% Rabatt, 15,54 € und nochmal 5%, wenn man 4 kauft. Was ich dann auch empfehlen würde, da kriegt man dann 4 Stück für, glaube ich, 59 € oder was. Das ist gar nicht so schlecht. Sind wir ehrlich, die 41% sind ein bisschen Scheinrabatt, weil keiner bezahlt für das 30er Magazin 26,42 €. Nichtsdestotrotz sind 15,54 €. Wie viel Rabatt es dann jetzt wirklich sind zum Preis, wo man die in der Regel kriegt, ist das trotzdem ein relativ guter Preis, falls ihr noch Magazine braucht und nicht warten wollt, bis Aldi oder Lidl wieder diese im Angebot haben. Kann ich sagen, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Preis und auch in größeren Mengen bestellbar. Und da stapeln sich meine jetzt. Das dazu, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht diese Sachen außerhalb dieser Bricklink-Bestellungsstrategie groß besprechen, weil auch hier in diesem Amazon-Karton ist jetzt nichts Besonderes. Wer meinen letzten Vlog gesehen hat, ich glaube, ich habe 4 Clips gemacht, wo ich überlegt habe, will ich das Set jetzt in der Aktion zu diesem guten Preis bestellen oder nicht? Ich habe mich dann entschieden, ja, okay, obwohl ich dreimal gesagt habe, na, ich bestelle es nicht, dann ich bestelle es doch, ich bestelle es nicht. Und so ging es hin und her. Ist dann hier dieses Bugspeeder Escape Set. Bei diesem Set der große Vorteil, genau wie bei diesem Klonpack, was ich hier noch 8-mal liegen habe: die Kartons sind wirklich ideal, um sie als Warenpostkartons zu benutzen. Kann man, wenn man ganz geizig oder ganz gierig ist, auch im Wert zwischen 10 und 13 Cent ins Part-Out-Value mit einrechnen. Und die hatten sie bei Amazon nochmal echt zum guten Preis. Das gibt es jetzt nicht mal als Aktion, deswegen lohnt es sich auch nicht, das, ups, zu verlinken für euch. Aber der Preis war wirklich gut. Ich glaube, 41% Rabatt. Müsstet ihr meinen Blog ansehen, da habe ich das gesagt. Ich weiß den Preis jetzt nicht. Aber es war ein guter Preis. Ich habe das Set letztens erst ausgepartet. Jetzt stapeln sich hier schon wieder die Star Wars Sets. Und beide Sets habe ich schon ausgepartet. Oder alle drei, wenn wir das Star Wars Set dazu nehmen. Aber die Figuren aus dem Set verkaufen sich ja wirklich so gut, dass ich gesagt habe, die werde ich zwar nicht zeitnah ausparten, da werde ich jetzt andere Prioritäten vorsetzen. Aber traditionell ist es bei den Packs so, dass die Preise am Anfang hat man dieses Set hier nur mit 20% Rabatt bekommen, über mehrere Wochen. Dann, jetzt sind wir genau in der Phase, wo wir das Set mit 40% Rabatt oder mehr kriegen. Das heißt, jetzt habe ich schon mal wieder ein paar nachgekauft, und irgendwann kommen wir dann in eine Phase, wie zum Beispiel beim Mandalorianer oder Snowtrooper Battle Pack war, dass man die Sets wieder nur mit 20% Rabatt bekommt. Weswegen ich jetzt, weil ich es mir im Moment aus Zeitmangel, dass ich eh nicht so viel ausparten kann, es leisten kann, ich muss nicht jeden Tag was ausparten, habe ich gesagt, dann habe ich schon mal wieder welche in Reserve, aber die werden wohl erst in ein paar Wochen ausgepartet werden. Das ist dann halt so. Das ist aber auch absolut nicht schlimm. Genau, dann haben wir jetzt die Bricklink-Bestellung. Und der Grund für das Video, weswegen ich das Video jetzt auch mache, und zwar habe ich schon das dritte Mal beim guten Mollo bestellt. Und den eigentlich, wer meine Videos guckt, der kennt Mollos Klemmwelt ja auch. Einer der Gründerväter unserer Community, möchte ich ihn mal nennen. Und tatsächlich hatte er ein paar Parts, die ich gebrauchen konnte für mein Mock. Und er macht ja gerne eine seiner Werbestrategien, und da gibt es ganz viele verschiedene Werbestrategien, ist es, dass er immer einzelne Farben rabattiert. Und ich hatte halt in meiner Wanted-List genau von dieser einzelnen Farbe ein paar Steine, die ich brauchte oder haben wollte, oben für unsere
Welt, nenne ich es mal. Und da habe ich ja, guck mal, der hat das gerade so gut rabattiert, dass ich gesagt habe, komm, dann bestelle ich doch bei ihm noch ein bisschen mehr, weil er hat Sachen, die bei mir ausverkauft sind, die ich dann bei mir in den Brickling Store packen kann. So gesehen, Win-Win-Situation. Ich bekomme die Steine für unser Prime-Projekt, was ich brauche, und werde zwar nicht das 3-, 4- oder 5-fache von meinem investierten Geld zurückbekommen, aber ich konnte gezielt Lots einkaufen, die meinen Store voranbringen, und werde dann zumindest die Sachen, die ich für mein Projekt brauche, dadurch refinanzieren können. Ich kann euch einmal zeigen, was ich bestellt habe. Einmal hier diese Friends-Teller, weil er hat gerade, als ich bestellt habe, eine Aktion gehabt, ich glaube, auf diese Bright-Light-Töne. Also es ist jetzt hier viel, also Medium-Nougat drin, Bright-Light-Orange, Medium-Azur. Also keine super beliebten Farben auf den ersten Blick, aber zum Beispiel diese Teller sind bei mir ausverkauft in letzter Zeit. Und ich habe im Moment nicht vor, Friends-Sets auszuparken, weil die Star Wars- und Marvel-Zeit, gerade mit den neuen Sets, mit den Uni-Releases, es gibt jetzt auch Marvel-Battle-Packs quasi, also Sets, die auf Figuren fokussiert sind. Und es gibt einfach so starke Marvel-Sets und Star-Wars-Sets, dass ich die Part-Out-Value-starken Friends-Sets mir nicht leisten kann, sie auszuparten. Aus Zeitgründen hauptsächlich, aber warum man es sich nicht leisten kann, ist ja egal. Und dann habe ich gedacht, ja komm, die verkaufen sich bei mir überraschend gut immer, diese Teller. Er hat sie gerade rabattiert, dann nehme ich die doch mal mit. Ansonsten, diese orangenen Fische waren tatsächlich für ein Projekt, was ich selber habe. so absurd das klingt, aber ja, ist dann halt manchmal so. Mit dem Projekt zusammenhängend ist, dass ich hier diesen Haifisch, habe ich mir eine Anleitung rausgesucht, den wollte ich ein bisschen motorisieren, dass der dann quasi unter Wasser in unserer Welt schwimmen kann. Und dann orangene Fische habe ich tatsächlich keine da gehabt. Und ja, deswegen waren die unter anderem in meiner Wanted-List, was mich dann zu ihm geführt hat. Sonst hätte ich vielleicht einen anderen Store genommen. Ja, die 2x2 Steine sind wieder nur, sie waren jetzt zu einem guten Preis da. Und ich habe dann einfach das mitgenommen, wovon ich wenig habe. Oder halt, wovon ich auffüllen kann. Genauso wie hier, diese Dreiviertelsteine habe ich mitgenommen, weil ich wieder für ein eigenes Projekt. Habe dann aber einfach alle mitgenommen, die er hatte, weil ich gedacht habe, den Rest, den ich nicht brauche, kann ich wieder einstellen. Und die Slopes waren einfach, er hatte einen guten Preis dafür, deswegen habe ich die eingekauft. Ähnlich hier Medium-Nougat-Steine, braucht man immer für Häuser und so ein Quatsch. Aber hier diese Speerspitzen, die sind bei mir tatsächlich zweimal in Folge ausverkauft worden. Ich hatte ja sogar einmal eine Bestellung vom, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Bei wem war denn das? War das Julian? Ist ja auch egal. Wenn du jetzt das Video siehst, wirst du wissen. Da habe ich nämlich einmal eine zu wenig gehabt. Und auch die haben sich schon 3-4 Mal bestellt. Und die hat er jetzt nicht mal rabattiert. Aber ich habe mir gedacht, die kommen ja nur in 2-3 Sets vor. Deswegen konnte ich damals das Teil auch nicht nachausparten, weil ich kein Set da hatte und auf die Schnelle nichts nachbestellen konnte. Da habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt schon bei einem Brickling Store bestelle und eine größere Bestellung machen will, wie gesagt, das waren jetzt über oder ungefähr 1,5 Kilo Lego-Steine, die ich bei ihm bestellt habe, bestelle ich doch die Dinger, an die ich nicht so einfach in Sets rankomme. Da mache ich jetzt, wenn ich die verkaufe, keinen Gewinn. Wenn ich Glück habe, verkaufe ich die vielleicht für 3 Cent mehr, das Stück. Aber ich habe sie wieder in meinem Store in einer Menge, weil die dann zweimal, dreimal pro Set vorkommen, wo ich jetzt nicht mehr rankomme, weil ich dieses Set, in dem sie aktuell drin sind, nicht mehr ausbaten möchte. Und ne, das ist dann auch so eine Art von Strategie. Ich möchte meine Vielfalt erhalten und habe dann halt eingekauft. Wie gesagt, er hat diese orange Medium-Nougat-Töne rabattiert gehabt. Das heißt, das hier sind jetzt solche Sachen, die ich einfach nur genommen habe, weil seine Aktion drauf war. Ich habe dann meinen Warenkorb ein bisschen aufgefüllt, weil ich dachte, wenn schon, dann richtig. Auch sowas hier, das hatte er rabattiert als Set. Das werde ich dann auseinandernehmen. Das wird mir dann auch keinen großen Gewinn geben. Aber ihr seht ja dann hier schon, das gibt mir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 neue Lots. Wobei die Spritzen habe ich garantiert noch, aber die anderen Sachen habe ich, glaube ich, nicht mehr einzeln. Dann sind es halt 8 neue Lots. Das habe ich halt beim Einkauf ein bisschen bedacht. Jetzt suche ich natürlich hier, das sind alles Standardsteine, die einfach im Angebot waren, die ich jetzt vielleicht nicht mehr hatte. Aber da sind jetzt ein paar erste Beispiele von Dingen, was natürlich auch eine Möglichkeit ist. Und zwar, wir sehen das ja so ein bisschen, dass der liebe Mollo gerne auch mit der Community ins Legoland geht. Und dann haben wir hier zum Beispiel
Ich habe mir einfach Printed Tiles bei ihm gekauft. Auch mit denen werde ich keinen Gewinn machen. Aber da keinen großen Gewinn machen. Aber zum Beispiel hier dieses Bild mit dem Segelboot oder den Früchte, die ich hier habe. Hier Isle of Heartlake City. Klar, könnte ich jetzt wieder Friendsets ausparken. Aber ich meine zumindest einige der bedruckten Sachen, die ich bestellt habe. Wie auch hier, das ist auch ein perfektes Beispiel. Sind hier diese Koi-Fliesen, die kriegt man in einem Set oder was. Oder mittlerweile in zwei, aber auch nichts, was man unbedingt ausparken möchte. Und er konnte sie halt aus dem Legoland mitnehmen. Und ich konnte sie jetzt bei ihm einkaufen. Ich würde anders an die Dinger nicht rankommen. Und auch da mache ich keinen Gewinn mit. Ich mache aber, oder keinen großen Gewinn mit. Ich mache aber meinen Job attraktiver, weil ich diese Teile jetzt im Angebot habe. Ne? Und wie gesagt, das ist keine Strategie, die würde ich vor allem nicht am Anfang empfehlen. Aber gerade so, ich packe jetzt auch nicht alles aus, gerade so zum, wenn man an so einem Wert ist wie ich, ist das gar nicht mal so schlecht, mal sowas zu kaufen, um einfach Lots aufzupacken. Ich glaube, hier sind ein paar gebrauchte Teile drin, die werde ich dann auch nachher aussortieren. Genau, hier sind nochmal bedruckte Steine mit diesen Limettendingern, diese Limettensaftpäckchen und nochmal ein Torso. Die verkaufen sich wirklich immer, immer gut bei mir. Und in so einer Menge, auch hier diese Popcornsteinchen, die kann ich ja übers Ausparten gar nicht in dieser Menge generieren. Da müsste ich ja 20 Friendsets ausparten, wenn ich 20 solche Limonensteine haben möchte. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, wenn du jetzt schon mal einkaufst, dann nimmst du davon welche mit, weil er ja halt gerne ins Legoland geht. Was haben wir hier noch drin? Vielleicht noch ein bisschen was Besonderes. Ja, das hier ist so eine richtig gute Beispieltüte. Ich habe mir hier einfach von diesen Printed Tiles, die wahrscheinlich aus dem Legoland sind, welche rausgesucht. Was haben wir hier noch? Genau, hier sind noch solche Printed Tiles, die er aus dem Legoland hat. Da komme ich halt einfach im Moment nicht dran. Hier noch so von Bild im Minifigure, so ein Kopfdingen. Ein paar Delfine habe ich jetzt noch mitgenommen. Hier wieder die ganzen Tiles. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die ihr machen könnt. Natürlich hat er diese bedruckten Teils hier nicht krass rabattiert. Seine Rabattaktion war auf Orange und Medium Nougat. Aber auch hier diese Schokoladendinger, die hatte ich damals in der VIP-Bag, die haben sich gut verkauft. Da habe ich einfach gedacht, ey, die kann ich über einen anderen Bricklink-Store natürlich wesentlich besser generieren, diese Lots bei mir. Auch hier diese anderen Schatzkarten, ne? die kann man ja nicht mal eben so aus Sets rausziehen. Und dann habe ich halt noch, er hatte noch Figuren der CMF-Serie. Und auch das mache ich ja immer, wenn ich auf Bricklink einkaufe. Ich kaufe immer noch ein paar CMFs mit dabei. Auch da ist der Gewinn nicht riesig, aber ich parte diese CMF-Sets dann aus und werde sie wahrscheinlich in Einzelteilen hochladen. Ich weiß noch, letztes Mal, als ich bei Mollo bestellt habe, habe ich noch 3 CMFs für mich mitgenommen. Diesmal sind tatsächlich die CMFs alle einfach, um die Einzelteile der Figuren anzubieten, beziehungsweise ihn habe ich mitgenommen. Aus dem gleichen Grund wie mit den orangenen Fischen, weil er hat ja diesen roten Fisch mit dabei. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den habe ich auch 2 oder sogar 3-mal in der Bestellung. Hier ist auf jeden Fall noch ein 2. Mal. Und ich brauche einfach für dieses Unterwasserding, was ich gerne bauen möchte, diese Fischis daraus. Das heißt, der wird dann auch 2-mal ausgepartet, in seinen Einzelteilen angeboten. Und die Fische werde ich für mein Projekt behalten. Man lernt natürlich auch viel, wenn man bei anderen Bricklink-Händlern bestellt. Das hier ist ja ähnliches System, was ich habe. So, ich vermute, das sind die gebrauchten Teile hier. Da habe ich dann einfach ein paar Minifigurenteile bestellt, die ich nicht in meinem Store habe, um halt Lotcount zu erhöhen. Und das ist auch ganz cool. Dann hat er hier solche Lego-Boxen genommen. Ich weiß gar nicht, welche Boxen das sind. Ich habe erst gedacht, das wären die Pick-a-Brick-Boxen, aber die sind ein bisschen schmal dafür. Kann ich gar nicht sagen, wo die herkommen. Genau, und da hat er dann, oder sind das die kleinen Pick-a-Brick-Boxen? Sind die echt so klein? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich weiß es jetzt tatsächlich gar nicht, wo die herkommen. So also Minifigur und Pick-a-Brick, na ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann hier noch so ein paar Arches bei ihm bestellt, auch diese Leim-Pflanzenteile, um sie bei mir aufzufüllen. Und ja, wie gesagt, aber die Strategie dahinter war tatsächlich gar nicht. Normalerweise ist ja mein Ziel, dass wenn ich mir hier dieses Set zum Ausparten kaufen würde, dann möchte ich halt gerne ein Part-Out-Value, was richtig 3,0 geht oder um die 2,0, dafür aber mit starken Minifiguren.
dass ich quasi den Einkaufspreis über die Figuren kriege und dann nochmal denselben Preis über die Teile. Das sind ja so meine Tendenzen. Das wird bei der Bestellung jetzt natürlich nicht so sein mit den Sachen, die ich einstelle. Natürlich sind ein paar Sachen für meine eigenen Projekte dabei, aber was halt wirklich das Starke ist, das kann ich euch einmal hier zeigen. Ich wollte erst am PC wechseln, das brauche ich aber nicht. Und zwar, ich habe mir einmal die Bestellung reingeladen. Und dann sehen wir jetzt ja hier zum Beispiel dieses Teil, habe ich selber sogar noch einmal bei mir in H02 im Angebot. Man kann es auch gar nicht zerlegen, sehe ich gerade. Wahrscheinlich habe ich es deswegen auch nicht zerlegt. Aber gut. Ist egal, das steht auf einem anderen Papier. Muss ich mal gucken, ob wir das noch irgendwie zerlegt kriegen in seine Einzelteile. War vielleicht ein kleiner Fail, aber das ist gar nicht so schlimm. Ihr seht dann hier schon, es sind 85 Lots, die ich bei ihm bestellt habe. Und 52 der Lots sind neu für mich. Und 52 Lots, und ihr seht dann hier schon, das sind dann solche Teile wie... Zehnmal dieses Popcorn-Ding, da seht ihr hier schon die Anzahl. Zweimal in dem Set, zweimal in dem Set, zweimal hier, einmal, einmal. Das sind alles keine Sets, die stark zum Ausparten sind, außer vielleicht Alias Ruhm. Ist wahrscheinlich das Stärkste hier aus der Liste. Aber hier diesen Elias oder Alias Ruhm müsste ich halt zehnmal ausparten, um zehnmal diesen Popcorn-Brick anbieten zu können. Genauso wie diese Fische hier, die kommen einfach in großen Mengen einfach nicht in Sets vor. Ich meine, die werden jetzt wahrscheinlich für mein Projekt sein, oder nicht wahrscheinlich, die werden für mein Projekt sein. Aber auch diese Limettendinger hier, ich habe 22 Stück davon mitgenommen, um an 22 Stück davon ranzukommen. Ihr seht ja, hier ist auch die Anzahl immer nur 2 oder 1. Da müsste ich 22 Sets ausparten, um diese Menge an Stein zu bekommen. Außer ich habe den Quickie Mark, wenn ich den allerdings hätte, würde ich ihn wahrscheinlich nicht ausparten. Genau, ja gut, den Grocery Store vielleicht, aber ist auch nicht unbedingt das Set, was man ausparten sollte. Aber so zieht sich das halt hier im Prinzip durch. Diese Teller, hatte ich ja erklärt, ist genau dasselbe. Auch hier diese Speerspitzen. Ich meine, guckt mal, welchen Sets die drin sind. Ich hatte sie aus dem Avatar-Set, da sind 2 Stück drin. Es ist 5-mal hier in diesem Set, was ich aber gar nicht empfehlen würde auszuparten, weil das schreckliche Teile hat und diese Mini-Dolls verkaufen sich auch nicht oft. Und ansonsten kommt es halt kaum in Sets vor. Das Set macht vielleicht noch Sinn, da könnte man das noch rausholen, aber auch da, um da auf 22 Stück zu kommen, muss ich 11-mal das Set ausparten. Ja? Und so kann man dann natürlich über andere Bricklink-Stores solche Sachen generieren. Um hier von 30 Stück ohne ins Legoland zu fahren zu kommen, ist super, super schwierig. Auch diese Blätter hier, diese Dark Azure Blätter, ist ganz schwer ranzukommen, außer ich bestelle sie über Pick a Brick oder parte halt das neue Baumhaus aus, was ich tatsächlich gar nicht ausparten möchte. Aber ich möchte diese Teile im Angebot haben, weil wie ihr seht, habe ich 0 davon. Und ja, so zieht sich das im Prinzip durch und gerade natürlich die bedruckten Teile, an die ich sonst nicht rankomme, waren für mich sehr interessant. Ich komme einfach nicht an 15 von diesen Safari-Bildern dran, weil was soll ich denn hiervon ausparten? Da ist nichts dabei. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Auch hier, ihr seht hier die Pflanzenteile, 123 von den Pflanzen ist nochmal ein sehr gutes Beispiel, wobei ich das Bild hier gerade sehr interessant finde. Seht ihr das? Natürlich seht ihr das, ich sehe ja, was ihr seht. Sehr interessantes Bild, ja doch. Aber es ist auf jeden Fall dieses Plant Leaf oder auch hier dieses Sand Green Element. Was soll ich denn hier ausparten? Es kommt in 3 Sets vor, um da an 50 Stück zu kommen. Na, also ich will nicht sagen, dass ihr in anderen Bricklink Stores kaufen sollt, um Lots oder um mega Gewinn zu machen. Aber wenn ihr wie ich jetzt um die 220.000 Teile seid, ihr habt 9.000 Lots, geht auf die 10.000 zu und es läuft, es geht immer so weiter, dann kann man auch mal, es gibt ja genug Stores, die wirklich am Legoland wohnen und diese bedruckten Sachen sehr günstig anbieten. Und wie gesagt, es war jetzt ein Zufall, dass Mollo ein paar Steine im Angebot hatte. Ja, gerade die hier lassen grüßen, die werden nicht wieder eingestellt. Die waren jetzt aber bei meinen neuen Lots nicht dabei. Die werde ich dann für unsere Projekte behalten. Aber ich wusste halt, er war im Legoland. Ich habe einfach mal durchgestöbert, welche Fliesen hat er denn bedruckt, die ich nicht habe oder welche Steine, an die ich gar nicht in der Menge drankomme. Und dann habe ich die einfach mitbestellt. Und das kann ein Weg sein, seinen Store zu verbessern. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt noch am Anfang seid und bei 3.000, 4.000, 5.000 Lots seid und habt vielleicht 50.000, 60.000 Items, kann ich das noch nicht empfehlen. Aber
umso mehr ihr wächst, irgendwann könnt ihr euch dann auch über sowas Gedanken machen. Ich kann ja einmal gucken, wenn ich jetzt den 6-Monats-Durchschnitt nehme, ich weiß ja, was ich bezahlt habe bei ihm, kann ich euch verraten, wir sind unter 3,0. Ich muss ja auch noch meine Sachen rausziehen. Es ist weit weg vom Part-Out-Value von Z. Aber diese Steine, die ich hier bekommen habe, gerade die aus dem Legoland, an die komme ich sonst gar nicht ran. Und deswegen hat sich das definitiv für mich gelohnt. Das heißt aber nicht, dass ihr mir das nachmachen solltet. Was ihr mir gerne nachmachen könnt, sind die Stanley-Magazine. Die machen definitiv Sinn. Finde ich immer noch gut. Jetzt noch kurz zum Abschluss. Ups, da fällt mein Stuhl da hinten. Ich habe ja gestern in dem Vlog gesagt, dass ich ein bisschen kürzer treten werde. Ich habe jetzt auch, meistens habe ich ja so 10 oder 15% Rabatt auf meine Steine. Ich habe den Rabatt jetzt auch reduziert bei mir. Das heißt, ich erwarte weniger Bestellungen. Ich weiß nicht, wie lange das so sein wird. Vielleicht einen Tag, vielleicht eine Woche, vielleicht auch 2 Wochen. Kann auch sein, dass ich heute Abend wieder den Rabatt umändere. Aber Punkt 1, ich habe super viel auf der Arbeit zu tun, also richtig viel. Dann Punkt 2, es geht die Europameisterschaft los. Da werde ich natürlich auch ein paar Fußballspiele verfolgen und eine Tipprunde machen und keine Ahnung was. Und Punkt 3 ist natürlich, man brennt auch mal irgendwann aus. Und ich habe jetzt die letzten Wochen so extrem viele Bestellungen gehabt, dass ich einfach auch mal froh war, dass ich jetzt zum Beispiel gestern und heute noch keine Bestellung hatte. So doof das klingt. Und ich freue mich eigentlich immer über jede Bestellung. Aber auch ich habe irgendwann so einen Punkt, da bin ich ausgebrannt. Und das ist ja das Geile. Würden jetzt die Bestellungen so weitergehen ohne meine Rabatte, würde ich mir auch überlegen, vielleicht mal irgendwann einfach den Store 3-4 Tage zuzumachen. Das ist auch ein Tipp. Macht das. Wenn ihr merkt, wie ich jetzt, es fühlt sich jetzt nicht mehr wie ein Hobby an, sondern kurzzeitig wie Arbeit, dann vermiest euch diesen Riesenspaß, den man hier hat, nicht, indem ihr sagt, boah, ich mache einfach so weiter, weil es muss, der Rubel muss rollen. Nein, muss er nicht. Wenn ihr das wirklich als Hobby seht, wie ich es mache, was ich euch empfehlen würde, ist es auch nicht schlimm, wenn wir in ein paar Tage keinen Umsatz haben. Wenn jetzt bis Sonntag keine Bestellung kommt, dann ist das so. Wenn jetzt bis Sonntag 5 Bestellungen kommen, dann freue ich mich darüber, dann ist alles gut. Wenn jetzt bis Sonntag 20 Bestellungen kommen würden, würde ich vielleicht darüber nachdenken, in dieser stressigen Phase in meinem Leben von Montag bis Donnerstag mal zu schließen. Das heißt nicht, bestellt nicht bei mir. Das heißt aber auch, bestellt nicht bei mir, nur um mir was Liebes zu tun, sondern bestellt dann bei mir, wenn die Preise für euch noch gut sind. Ich weiß, der 6-Monats-Durchschnitt in Deutschland ist ein wenig teuer, weil Deutschland ein sehr günstiges Land für Lego ist. Trotzdem, ich bedanke mich für allen Support. Es werden auch weiterhin Videos kommen. Es werden auch weiterhin mal Livestreams gemacht. Ich habe ganz viel Feedback bekommen, dass das mit Heidebrick sehr gut ankam, was wir da gemacht haben. Vielleicht können wir solche gemütlichen Talkrunden einfach mal öfter einbauen. Ich habe ja früher gerne mal Lego selber gebaut, gerade jetzt, wenn meine Bestellungen so wenig werden. Das ist auch noch so ein Punkt. Ich hätte vielleicht auch mal gerne wieder Lust, einfach mal ein Set aufzubauen. Vielleicht kann man das so ein bisschen kombinieren. Ich bastel einfach was und 1-2 Leute suche ich mir dann zusammen, mit denen wir einfach eine kleine Talkrunde bei mir auf dem Kanal machen können. So ein Frage-Antwort-Spiel, wie der Jutta Heidebrick und ich das gemacht haben. Genau, jetzt werde ich aber Mollussteine sortieren, rauspacken. Ich bin nämlich alleine, deswegen doch heute ein Video. Sortieren, gucken, was ich dann einstelle, was ich für meine Projekte brauche. Und danach werde ich auf meine Frau und meine Kinder warten, lecker Abendbrot essen, mir dann ganz gemütlich das Deutschlandspiel heute Abend angucken, Daumen drücken. Danach gucken wir uns natürlich am Wochenende auch vor allem das Portugal-Spiel an, auch Daumen drücken, ne? wenn die Kinder schon zu 31.000, ihr wisst schon, was ich meine. Nein, alles gut, aber heute Abend Deutschland die Daumen drücken, ein bisschen Fußball gucken. Ich habe auch morgen Früh- und Spätdienst, also ich mache ein bisschen Pflege wieder, habe ich jetzt 2 Wochen nicht gemacht durch meine Schulung und viel Büroarbeit. Da freue ich mich auch wieder, mal die Patienten wieder zu sehen. Das ist für mich immer auch was Schönes. Also jetzt eine Woche am Stück bräuchte ich es im Moment nicht bei meinem Stress, aber so ein Samstag, Sonntag, 3 Schichten mache ich. Das wird, glaube ich, ganz gut. Und ja, dementsprechend, es wird weiter Videocontent kommen, aber meine Preise sind jetzt ein bisschen höher geworden. Aber ich, wie gesagt, ich komme wieder und ich habe dann jetzt auch mal Zeit aufzufüllen. Vielleicht schaffen wir dann jetzt ein paar Tage ohne Rabatt einfach mal 250.000. Das ist ein Ziel, was ich für dieses Jahr unbedingt noch habe und da arbeite ich jetzt für. Ich lege jetzt direkt los und bis dahin, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen guten Start in DEM, wenn ihr Fußball mögt. Und wenn irgendwas ist, schreibt mich gerne im Discord an. Ich antworte nicht immer am gleichen Tag. Es kommen viele Nachrichten an manchen Tagen, aber ich versuche es auf jeden Fall. Also bis dahin, ciao.